So Leute, heute habe ich mir gedacht, wir gucken noch mal das Plot von der Dream Army an, weil Verträumte hat auch gesagt, die sind jetzt weiter schon, aber die sind noch nicht fertig, Leute. Und das Video mache ich jetzt auch wegen Saptor, weil ich neulich gesehen habe, dass der ein Video gemacht hat. Dieses Plot hier ist fast fertig oder das erste Mal hat er mal schon fertig, irgendwie so hieß das. Auf jeden Fall, Leute, die sind noch lange nicht fertig. So, also so wie es mir Verträumte gesagt hat, sind die erst so wenn überhaupt zu 30% oder so fertig. Auf jeden Fall sind hier schon mal die ganzen Köpfe, die am mitbauen. Schöner Kopf übrigens von einem Mädchen, denke ich mal. Köschen. So, wir gehen ja mal natürlich wieder durch, Leute. Das ist einfach nur heftig. Das ist natürlich ein 10 von 10, was man da bemängeln. Hier alles wieder gemacht worden. Wie man sieht, richtig schön. Der Baum, ja, der ist ja schon seit Urzeiten da. Die haben das Merch ja auch schon etwas länger. Aber trotzdem, Leute, das ist ja heftig, einfach nur, was hier gemacht wurde. Hier ist ein kleines Secret, wo Tomter Markt wie Mami hassen. Ganz gerne. Ah ja. So, gehen wir ja mal weiter, Leute. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach links. Da seht ihr schon, die haben ja mächtig weitergebaut. Allgemein, die haben auch viel mehr Spawner jetzt platziert. Haben ja eine Brücke hier weitergebaut. Wir können ja mal eben schnell über diese Brücke gehen, Leute. Dann haben die hier noch einen Frosch hingebaut. Also einiges haben die, obwohl wir gehen jetzt mal nicht hier drüber. Das können wir uns später ansehen. Wir können jetzt mal hier den Pfad gehen, Leute. Gehen wir mal hier hin. Hier ist einiges noch hingebaut. Hier soll später noch ein Enchantment erwähnen, so wie ich das sehe. Auf jeden Fall haben die einen wirklich an jedes Detail gedacht, die auch, wie der Wasserfall so runterkommt und so rauscht. Finde ich sehr geil gemacht. Denn der Frosch war das letzte Mal noch nicht da, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Hier alles schön detailvoll gebaut, Leute. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil geworden. Hier soll überall so Flammen sein, damit man auch eine Beleuchtung hat, sage ich mal. So, Leute. Was ich euch auch nochmal zeigen wollte, wir können jetzt mal nach hier hinten gehen. Das ist jetzt zwar ein anderer Pfad. Dieses Pilzhaus ist auch wieder nice geworden. Aber die sind mit diesem Tower, glaube ich, fertig. Ich weiß es jetzt nicht genau. Und wir können jetzt mal da oben reingehen. Das Secret haben wir neulich auch mal im Stream gesehen, Leute. Und zwar ist ja auch einfach, ich bin Rapunzel und lasse mein Haar herunter. Guckt euch mal den Kopf an. Und das wurde, glaube ich, nee, das wurde nicht von Lotvaros gemacht. Hier auf jeden Fall sehr schön in Einrichtung, natürlich wie immer. Was von Lotvaros gemacht wurde, oder wie es mir Verträumter gesagt hat, hat Lotvaros das hier gemacht. Lotvaros, der Fahnenbaumeister. Fahnenbaumeister. Siehst du, der hat ja die Fahne gebaut, Leute. Passt natürlich auch ein bisschen zu dem Schloss und ein bisschen sexistisch. Natürlich, aber muss ja auch irgendwie passend sein, Leute. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter. Hier wieder ein richtig schönes Fischerhaus, denke ich mal. Und hier sitzen sie alle wieder am Lagerfeuer. Können es kaum erwarten. Ah ja. Hier stehen auch nochmal überall die Texte, die sie sagen. Finde ich auch sehr gut gemacht. Die haben wirklich an jedes einzelne Detail gedacht. Hier geht es jetzt nur zu dem Fischerhaus. Guckt euch das mal an. Das hätte ich in 100 Jahren nicht sehen bekommen. Also die von der Dream Army können schon echt gut bauen. Ich weiß jetzt nicht, was die Köpfe hier sind. Die sollen bestimmt noch irgendwie aufgestellt werden. Das hier war das letzte Mal auch schon nicht da. Ah ja, hier ist auch noch so ein kleiner Kaktusstopf, wie es aussieht. Free Kaktus. Oh, echt jetzt? Na, schade. Auf jeden Fall nicht schlecht, Alter, Digga. Das ist hier schon mal richtig geil gebaut worden. Hier hinten. Ah ja, die haben jetzt auch, wie es mir mein Kumpel erklärt hat, der liebe Nanix, wollen die jetzt hier unten noch so eine Versammlungssaale bauen. Für die Dream Army allgemein. Bitteschön. Also das ist wirklich schon, bra, Digga. Schon heftig. Was hier schon wieder abgeht. Nee. Das Plot ist aber wirklich erst zu 20% fertig. So wie, oder zu 30 oder ich schätze mal so 30, 40% ist es erst fertig, so wie, obwohl ich schätze jetzt mal zu 50, weil die halt schon wieder sehr weit gekommen sind in der Zeit, wo es mir verträumt auch gesagt hat. Aber die sind noch lange nicht fertig, wie sie mir gesagt haben. Hier auch wieder der Fuchs, der war das letzte Mal auch schon nicht da. Ich weiß noch, wo wir das Plot ganz am Anfang gesehen haben, Leute. Hier schon wieder ein Hexen. Digga, was haben die hier schon wieder gebaut? Einfach nur heftig. Hier soll es anscheinend noch nicht weitergehen. Okay. Der gehört auch zu der Dream Army. Darf der hier etwa auch mitbauen? Ja. Vertraut. Okay, ja, der darf hier anscheinend mitbauen. Guten Tag. Wir gehen mal hier zu diesem kleinen Kändlein. Das soll anscheinend so ein Hexenhaus sein. Wir können ja mal reingucken. Die werden auch wieder viele Details reingebaut haben. Ja, wie ihr sehen könnt, ist schon mal sehr nice geworden, Leute. Wir gehen hier mal wieder weiter. Hier soll anscheinend abgesperrt sein. Wir gehen hier trotzdem jetzt mal drüber, Leute. Gucken uns hier weiter um. Alles natürlich wie immer, Digga. Ist einfach nur geil, was hier gebaut wurde. Gibt riesen Props hier, überall wieder Details mit den Ranken.
Ist der, ah ja, diese Küken, die waren jetzt letztes Mal auch schon nicht da. Da habe ich mich gefragt, was da hinkommt. Da sind jetzt anscheinend diese Kükenleute. Hier ist jetzt wieder ein kleines Haus. Das ist aber alles in diesem Märchenstil angelehnt, Leute. Finde ich richtig gut. Dass es wieder in diesem Märchenstil angelehnt ist. So, gehen wir mal hier rein. Ja, Digga, hier geht's irgendwo runter. Oh, Bruder. Hier können wir mal hier runter gehen. Oh, cool, Digga. Da ist auf jeden Fall, was sie sich hier alles einfallen lassen. Was steht hier? Ja, John. Okay, Digga. Da muss ich los. Na gut, den Tisch hätte man besser bauen können. Aber halt, Digga, das sind so kleine Details. Die stören jetzt auch keinen Menschen. Na gut, wie soll man aber auch anders einen Tisch in Minecraft bauen? Das ist eine andere Frage. Wo ging es jetzt hier nochmal? Ah, da ging es raus. Wir gehen jetzt hier weiter nach links, würde ich sagen, Leute. Alter, wieso connecten gerade so viel auf Creeper-Games? Und dann gehen wir mal hier über die Brücke. Das Schiff kennt ihr alle schon. Das haben die nochmal verschönert, wie es aussieht mit den Goldblöcken und so. Wir gehen jetzt hier nochmal in die Höhle rein und dann gehen wir da aber gleich weiter. Und nicht hier an der Seite. Ich weiß noch, wo wir hier lang gegangen sind und wo hier nichts war. Die haben wirklich überall was hingemacht. Die haben dieses Blatt komplett umgekramt, Alter. Richtig, richtig geil. Digga, das ist richtig geil, was sie hier gemacht haben. Dream Army. Respekt. Das war ja schon das letzte Mal da. Aber die haben hier, glaube ich, nochmal umgebaut. Was ich auch sehr nice finde. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch irgendwie so eine Osterdeko dran machen. Da oben auch wieder. Puh, Bruder, ist einfach heftig. Hier, ich dachte, das sind Blumen sein, was das darstellen soll. Habe ich schon immer. Wir laufen jetzt hier mal schön wieder über diesen Pilzwald, Leute. Schön hindurch zu dieser Krake. Ich frage mich, ob man hier auch irgendwie anders weiterkommt zur anderen Seite des Ufers. Komme ich doch irgendwie anders hin, Leute. Nee, wir schwimmen jetzt einfach mal ganz schnell nach da drüben. Flybooster ist auch an. Gut. Nehmen wir den halt. Hier, wie ihr schon sehen könnt, der schöne Turm hier. Oh. Hier, das finde ich richtig geil. Die haben hier Winnie Pooh nachgebaut. Winnie Pooh, Alter. Richtig geil geworden. Ah, nee, Digga. Ist einfach nur eine 10 von 10. Hier hinten kommt natürlich noch alles hin, so wie ich dich kenne, Alter. Und hier soll anscheinend so ein bisschen düster werden. Oh, Bruder. Die arbeiten aber auch Tag und Nacht an dem Plot, wirklich. Das nehmen wir nochmal. Hier hinten war Homos das Mal auch schon, da war ja noch nichts fertig. Oh, cool, Digga. Alles nicht schlecht. Oh. Hier auch wieder der Fluss, Leute, der typische. Irgendwer hat sich hier drum was geclaimt. Anscheinend, was ist das da? Warum ist so ein Haus? Ach, die haben da einen vorgebaut anscheinend. Ja, die haben da einen vorgebaut. Hier hinten haben sie jetzt vorgebaut eben, Leute. Ja, hier wieder der Frosch. Jetzt sind wir schon wieder am Anfang, Leute. Auf jeden Fall Respekt, dass das Dream Army so gemacht hat. Props an euch auf jeden Fall nochmal. Es ist mehr als eine 10 von 10. Ihr habt wirklich meinen allergrößten Respekt. Ihr seid wirklich nicht so viele und baut da ein 100er Merch hin, was einfach scheiße geil aussieht, Leute. Ich habe natürlich nicht alle Secrets jetzt gefunden und die müssen bauen natürlich noch viel weiter. Hier sind irgendwie, wie mir verträumt erzählt hat, über 100 Spawner drauf. Ja, da muss ich mir ja mal geben. Also auf jeden Fall, Leute, soll ja noch einiges geschehen. Dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Update-Video zu dem Plot gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.